Einen wunderschönen guten Morgen. Bevor jetzt der Sommer über Deutschland hereinbricht, gibt es noch mal 5 Minuten mit Magic Halo. Und wie versprochen, gehen wir hier die physikalischen Ein- und Ausgänge diesmal vom ULAN 8 durch. Und der Kollege ist ein bisschen schwerer. Und wie immer ist die Kamera spiegelverkehrt. Okay, wir steigen einfach mal direkt ein. Über den Netzanschluss muss ich eigentlich nicht so viel sagen. Die stimmt auch so ein 4-Pol-Broadcast-Adapter, also auch für Batteriebetrieb mit Broadcast-Batterien und dergleichen ganz gut geeignet. Es gibt fürs ULAN 8, LiU 8 und natürlich auch fürs ULAN 2 inzwischen schon Netzteile von anderen Herstellern. Zum Beispiel der Michael Zehl hat ein Netzteil entwickelt. Und jetzt gibt es auch das Ganze nochmal von United Minorities, die wirklich eine klangliche Verbesserung nach sich ziehen. Warum das so ist, wie das zusammenhängt, da machen wir nochmal einen getrennten Tech-Talk zu. Aber vom Grundprinzip kann man sagen, vom klanglichen Unterschied, die Stille zwischen den Noten, die ist größer. Okay, hier haben wir unsere analogen Eingänge und, ach naja, und auch Ausgänge. Den Line-Eingang, vielleicht erinnert ihr euch, beim ULAN 2, da hatten wir auch diese Trennung, Mikrofon, Preamp, Line-Pegel. Hier sind die Sachen komplett physikalisch voneinander getrennt. Das heißt, ich habe also einmal Line-Pegel-Eingang und ich habe Mikrofon-Pegel-Eingang. Und das ist insofern sehr praktisch, weil ich hier physikalisch beides anschließen kann und in der Mio-Konsole auswähle, was ich davon benutzen möchte und wie ich es benutzen möchte. Man kommt hier nie in diese Verlegenheit, habe ich da jetzt ein Line-Pegel-Gerät an einem Eingang, wo eventuell jetzt gleich 48 Volt draufkommen? Kein Problem. Hier völlig voneinander unabhängig. Ich werde immer wieder gefragt, gibt es die Preamps auch einzeln ohne Wandler? Das würde preislich keinen Vorteil machen. Es gibt hier so einige Aspekte. Wir haben hier halt im Gerät schon Netzteil drin, wir haben alle physikalischen Anschlüsse dran, wir haben eine komplette Steuerelektronik für die Preamps mit drin. Das macht also jetzt keinen großartigen Vorteil, das Ganze ohne Wandler auszuliefern. Aber auch ein Grund, warum diese Preamps hier so gut funktionieren, ja, Preamp ist direkt auf den Wandler, auf die AD-Wandlung angepasst. Das ist ein sehr, sehr direkter Signalweg. Ich werde dazu aber nochmal einen Tech Talk mit BJ machen, weil diese Fragen kommen immer wieder, dass die Leute sagen, so, wie kann das sein, dass dieses Preamp so gut klingt? Ja, gibt es schon ein paar Kleinigkeiten, die dahinter stecken. Gut, dann zu einer der meist unbeachtetsten Schnittstellen am ULAN 8, der Sandweg. Ein asymmetrische Sandwege, die vor der AD-Wandlung hinter dem Preamp liegen. Splitbox, 8-Kanal-Splitbox, voilà. Eins der vielleicht unbeachtetsten Aspekte ist Thema Latenz bei Gesangsaufnahmen. Hier habe ich das Signal, was hier anliegt, vor der AD-Wandlung hier auf dem Sandwich stehen. Parallel praktisch zum analogen Eingang. Das heißt, hier gibt es keinerlei Latenzen. Es ist wie beim analogen Mischpult, liegt hier mein Signal an. Es gibt Hersteller, die dafür Geräte anbieten, die praktisch das aufsplitten. Kostet um die 3000 Dollar für einen Kanal. Hier habe ich gleich 8 davon. Ich werde dazu auch nochmal einen Tech Talk machen mit jemandem, der das mal seine Erfahrung dazu beschreibt. Persönlich kann ich sagen, Intonation ist eine gute Sache. So, dann sind wir schon beim analogen Ausgang. 8 symmetrische analoge Ausgänge. Dazu parallel Ausgang 1-2 als TRS-Klinker ausgeführt. Hervorragend einfach für alle Monitoring-Situationen on the road oder auch, ich sehe es immer wieder im Studio, hier die Monitore dran. Spricht nichts dagegen. Die beiden laufen einfach parallel. Und dann haben wir hier unseren AES-EBU, 8-fach AES-EBU. Brauchen wir nicht viel zu sagen. 8 digitale rein, raus. Klassisch, so wie man das kennt. WordClock-Anschluss für alles, was mit Synchronisation zu tun hat. Und der MIDI-Anschluss. Zum MIDI-Anschluss muss man eine Sache sagen. Das haben wir gemacht für die Controller-Anschlüsse.
Also eine Mackie, Huey, Yukon oder dergleichen, lassen sich hervorragend hier reinbinden. Es geht auch darüber per Instrument. Er hat nur etwas Latenz. Also der Fokus hier, Controller-Daten. Und damit lässt sich dann einfach hervorragend die Mio-Konsole steuern. So, dann der SMPTE-Code. Anschluss, Ein- und Ausgänge. Also hier bringt es nichts, irgendwelche Monitore oder Mikrofone oder irgendwas anderes anzuschließen. Das ist für rein für Synchronisation. Lässt sich hervorragend in der Mio-Konsole im Recorder, im Record-Panel mitschneiden. Und wir finden das auch als FireWire-Return in der Mio-Konsole wieder, wo ich dann einfach den Synchronisationscode, SMPTE-Code mitschneiden kann und habe dann gleich die Synchronisationsdaten mit drinne und unseren obligatorischen FireWire-Ports. Die Anschlüsse sind alle Tascam DigiDesign-Format, absolut Standard. Wer dazu aber nochmal Fragen hat oder irgendwie eine spezielle Konfiguration und Setup hat, wir haben da diverse Kabelhersteller, das zum einen auch MTI, die sehr gute Kabel zum sehr, sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis machen. Was immer da jemand braucht, kann man da konfigurieren. Und das ist auch der Grund, warum es keine fertigen Kabel in dem Sinne gibt, weil jeder, wirklich absolut jeder braucht etwas anderes. Und das ist aber auch genau das Praktische. Ich habe hier also einen D-SUB-Anschluss und ja, schließe den an und kann mit drei Mal stecken, mal eben hier 24 Punkte verbinden. Nochmal zu den D-Sub-Steckern. Das war auch eine Geschichte, die ich durchaus mal wieder hier und da die Frage kam, ob das nicht einen klanglichen Einfluss hat. Nein. Die D-Sub-Stecker haben kein messbares Übersprechen. Aber ich bin da für jede Diskussion absolut offen und freue mich darauf, über Kommentare dazu. Ja, die Frontplatte vom ULN 8, das ist nochmal ein eigenes Thema. Das muss ich auch etwas aufwendiger filmen. Dann gehe ich da nochmal drauf ein, was man da eigentlich alles mitmachen kann. Aber im Prinzip ist es mal so grob zusammengefasst: jeder der physikalischen Ausgänge lässt sich von der Frontplatte aus steuern. Dabei ist es aber so, dass wirklich die analogen Pegel oder Werte, die gesetzt werden, auch wirklich analog gesetzt werden. Also, das ist eine digitale Steuerung, die aber analog umgesetzt ist. Ganz wichtiger Punkt. Und damit sind wir soweit erstmal am Ende. Und ja, ich freue mich auf Kommentare, Fragen. Sehr schön fand ich auch eine Frage, warum ich denn keine Brille mehr trage. Tja, im Alter wird alles besser. Ja, ich wünsche euch einen schönen Sommeranfang, genießt die Woche. Und dann sehen wir uns bald wieder an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören.